Weiter geht es mit Star Trek Infinite und wir haben uns entschieden, nicht zu pokern, sondern zu sagen, wir suchen nach der vermissten Flotte. Der Unterschied ist, hier suchen wir in jedem Fall, da bekommen wir Einfluss, den wir gerade nicht brauchen. Und da bekommen wir mehr Kriegsunterstützung und das nehmen wir mit. Da ist sie doch. Die ist doch gar nicht vermisst, da kommt sie doch gerade. Sie ist doch, da ist sie doch. Wieso ist die vermisst? Ich sehe sie doch. Ich sehe sie. Alles gut, Leute. Und jetzt müssen wir die alle zusammenführen. Und die zweite würde ich gerne zusammenführen. Ach, Befehlslimit ist erreicht. Und die Enterprise ist noch weit weg. Die beiden könnten wir zusammen rüberschicken für den Kampf. Die beiden brauchen noch lange, bis sie da sind. Die ist auch gleich da. Wir könnten die zu dritt rüberfliegen lassen. Und die Enterprise braucht leider noch eine ganze Weile. Wie geht's dem Kampf hier mittlerweile? Sind die schon im Kampf? Die kämpfen ja schon. Oh oh. Also entweder warten wir auf die Enterprise, steht ja irgendwie, wie lange die braucht. Ankunft 238606. Oh Gott, ein halbes Jahr. Die braucht ein halbes Jahr, bis sie zu Hause ist. Solange hält der Außenposten niemals durch, Leute. Wir müssen alle anderen Schiffe rüberbringen. Einverstanden? Ohne die Enterprise. Wir müssen alle anderen rüberbringen. Und damit... Wir haben keinen Anführer, können keinen Anführer zuweisen. Jean-Luc ist woanders unterwegs. Alle hier rüber, bitte. Ach, das ist das Schiff, das wir gerade gebaut haben. Das braucht nur Offiziere. Das gut. Können wir das nächste Schiff bauen? Ein Verluste wird es ja auf jeden Fall geben. Ein weiteres Intrepid-Schiff. Dauerte ein und unter einen Tag. Legierungen sind da. Können wir machen. Bauen das gleich das nächste. Wir verlieren alles Mögliche hier oben. Wir könnten ein bisschen Deuterium mehr verkaufen. So würde ich es lassen erstmal. Jetzt fliegen wir rüber mit all unseren Flotten. Ich hoffe, wir kommen rechtzeitig hier an. Da fliegen sie rüber. Frühe Terraformer. Jetzt! Leute, ich hab den Kopf nur. Ich denke nur an Krieg. Im Boden des Ödlands auf Debrett wurden alte Terraforming-Geräte entdeckt. In der Nähe wurde ein Nothabitat freigelegt, in dem sich Überreste einer Gruppe von Klonen mit identischem Genom befinden. Unsere Scans zeigen, dass sich dort eine Kernschmelze stattgefunden hat in einer ihrer Terraforming-Maschinen. Dadurch wurden die Klone verstrahlt. Eine Nachricht finden wir, die Klone hätten eine Möglichkeit gefunden, diese Probleme zu beheben. Das Terraforming abzuschließen, allerdings starben sie aufgrund der unwirtlichen Umgebung nur wenige Tage später. Wir werden ein neues werden zu Ende bringen, was sie begonnen haben, ein neues Spezialprojekt für die Forschung. Oder wir bergen die Terraforming-Geräte und bekommen einmalig 500 Legierungen. Damit können wir ganz, ganz viele Schiffe bauen. In der Stunde der höchsten Not lassen wir es sein. Der Planet hat dauerhaft 3 Forschung mehr. Ganz liebe Leute, was bleibt uns anderes übrig, als den Spatz auf dem Dach abzuballern und ihm
die Metalle, die Legierungen abzunehmen. Oder die Taube in der Hand zu würgen, bis sie die Legierung abgibt oder irgendwas in der Art zu machen. Wir bergen die Terraforming-Geräte. Das ist unsere Rettung. Wir stellen gleich mal den Bau, damit ich das nicht vergesse, den Bau des nächsten Schiffes schon mal ein. Oh, die bauen sogar parallel, stelle ich gerade fest. Das ist ja cool. Wir sind schon im Kampf. Die ist schon da. So früh. Kämpfen die von alleine, ja, ne? Was? Schüsse abgegeben. Das erste Blut ist geflossen. Unsere Verbündeten wurden schwer getroffen. Unsere Unterstützung für diejenigen, die sich gegen die Invasoren wehren, ob materiell oder anderweitig, wird nicht nachlassen. Wir werden alles tun, was nötig ist, um... Wir haben doch gar keine Verbündeten. Um unseren Verbündeten zu helfen, den Feind zurückzudrängen? Ach, wisst ihr, was das sein könnte? Es könnte sein, dass wir hier einen Außenposten verloren haben durch die andere Flotte hier. Das System wurde von den Cardassianern besetzt. Da können wir nichts gegen tun gerade. Wo ist die Enterprise? Ist die weit weg? Alle anderen kämpfen hier aber. Macht sie fertig! Zweite Sternenflotte kommt auch im Schneckentempo. Kämpft die erste nicht automatisch? Die sind geflohen, meint ihr? Replikatastrophe. Was? Bei der Untersuchung der polarischen Explosion, die für die Superraumrisse auf Meeres 1a verantwortlich war, sind wir auf eine Landschaft gestoßen, deren Strömungen in einer fortlaufenden Welle elektrische Ladungen ausstoßen. Die Landung in der Nähe dieses Gebietes hatte katastrophale Folgen an Bord der USS Humboldt. Unsere Replikatoren haben eine Fehlfunktion erlitten. Andere Gegenstände wurden repliziert als angefragt. Die Replikatoren kehren langsam zur Normalität zurück. Ihre Funktionalität lässt noch zu wünschen übrig. Wir können uns wünschen, mit einer Wahrscheinlichkeit von 50%, dass wir entweder 1000 Mineralien bekommen oder 100 Legierungen. Ist doch cool, oder? Zufälligerweise bekommen wir 1000 Nahrung oder 1500 Einigkeit oder 1500 Credits oder 20 Einfluss. Also das Unterste nehmen wir nicht, weil wir im Augenblick keinen Einfluss brauchen und eine der beiden anderen Sachen halt. Das ist Einigkeit, das brauchen wir auch nicht zwingend, es sei denn, wir sind unmittelbar davor, irgendwas fertigzustellen, das kann ich gerade nicht nachgucken. Damit haben wir nichts falsch. Legierung brauchen wir ohne Ende, 100 ist wenig, Mineralien viel. Nahrung wäre da auch hilfreich, dann müsste man die nicht einkaufen, aber wir brauchen kurzfristig... Mit Nahrung braucht man für den Bau von Kolonieschiffen. Wir kaufen schon ein bisschen Nahrung ein. Also da würde ich jetzt nicht zwingend drauf gucken. Die Frage ist, was ist für uns wertvoller? Also die 1000 Mineralien könnten wir notfalls verkaufen gegen 1000 Credits. Das ist etwa der Kurs. Aber 1500 Credits ist auch cool. Den Einfluss brauchen wir gar nicht. Die Einigkeit kann man immer... Was würdet ihr machen, Leute? Ich finde beides okay. Beides kann man machen hier. Beides kann man machen. Wir nehmen mal die Mineralien brauchen wir im Augenblick. Die könnten wir 1:1 verkaufen. Die Einigkeit kann man nicht verkaufen. Wir nehmen mal das Silberbesteck, weil dann haben wir die Möglichkeit, egal was wir bekommen, es nutzt uns kurzfristig. Wir sind in der Krise auf jeden Fall.
Denn die 100 Mineralien, klar, ne? Obwohl 100 Mineralien, das ist ein ganz schlechter Kurs. Die kann man, ich glaube, 1 zu 7 auch einkaufen. Und die Legierung. Und die 1000 Mineralien können wir notfalls verscherbeln. Die Einigkeit können wir nicht verscherbeln. Die Nahrung könnte man verscherbeln, aber ich würde das hier oben machen. Ja, deshalb nehmen wir das hier. Weil dann wissen wir, egal was wir haben, wir können es notfalls verscherbeln. Hier gibt es eine Option, die man nicht verscherbeln kann. Das ist die Einigkeit. Und hier kann man den Einfluss nicht verscherbeln. Deshalb nehmen wir das Silberbesteck oder den Amethyst. Sind die hier abgehauen gerade? Wo ist der Feind denn? Sind die geflohen? Die sind einfach abgehauen, ne? Wohin sind die denn geflohen? Haben wir denn irgendwo ein Event, wohin die geflohen sind? Da sind die. Können wir die sehen? Wo sind die denn? Könnt ihr die erkennen? Sind die schon abgehauen? Fliegen die gerade irgendwo hin? Ja, die fliegen weg. Wir könnten jetzt runterfliegen. Wir haben jetzt zusammen hier vor Ort eine Kampfstärke von 1100. Und wir haben plus 15% Kampfstärke in der Heimatflotte. Und wir wissen, wohin die feindliche Flotte fliegt. Wenn wir das wüssten. Die werden uns aber nicht mehr angezeigt. Da könnten wir auch dorthin fliegen. Alternative wäre, wir könnten selber in die Offensive gehen und hier irgendwas angreifen machen. Um die zu erschrecken, um deren Kräfte zu binden. Am klügsten wäre es, wenn das Ziel sollte eigentlich sein, die Enterprise. Kann man den Kurs ändern, während die Enterprise irgendwo hinfliegt? Wir könnten uns auf halbem Wege treffen mit allen. Ich weiß nicht, ob man den Kurs ändern kann, während man fliegt. Würde ich mal sagen, geht das hier hinfliegen? Nee, geht nicht. Das kann man nicht ändern. Ich würde alles erstmal so lassen und warten, wo der Feind hinfliegt. Sind die beschädigt? Die sind nicht beschädigt. Wohin fliegen die? Jetzt sind sie wieder im System drin? Was? Jetzt sind sie wieder da? Das gibt's doch gar nicht. In den Nobula, die haben gewechselt, oder was? Jetzt müssen wir hier hinfliegen. Das ist ein Katze-und-Maus-Spiel, ja. Die verarschen uns doch. Welche Belohnung haben wir denn gerade bekommen? Keine Ahnung. Die kardasianische Flotte war vorher nicht da. Wie meinst du das? Meinst du, es ist eine andere? Die sind im Flottenkampf? Meinst du, das ist eine andere als die wir gerade angegriffen hatten? Wo sieht man denn deren Kampfleistung? Nee, das ist genau die von eben. Die ist leicht beschädigt sogar schon. Das ist genau die. Und die Flotte fliegt wohin? Die will jetzt die hier erobern. Und die hat einen Kampfwert von 1000. Wir müssen erstmal alle Schiffe zusammenbringen. Jetzt hier vor Ort. Das können wir nicht verhindern. Jetzt kommen wir vor Ort an. Bin ich sehr gespannt, wie die jetzt reagieren.
Ob die wieder abhauen und ob die sich... Die hauen schon wieder ab, die verarschen uns da. Die werden beschossen und hauen schon wieder ab. Nee, noch nicht. Im Markt würde ich dafür sorgen, was wir uns leisten können, die Mineralien zu verkaufen. Preis ist 1:01. Wir erhöhen mal den Verkauf. Aber wir bauen im Augenblick ja nicht. Verkaufen wir mal etwas mehr. Lovagrant. Sind die anderen auch da? Die anderen kommen auch an? Lass mal kurz gucken, wo die anderen Flotten sind. Wie sieht der Kampf hier vorne aus? Das haben die besetzt. Ist die Enterprise? Wie läuft der Kampf hier hinten? Ein Event. Wir haben irgendwo durch unsere Erkunder die Überreste einer alten Schiffswerft entdeckt. Ja, einmal. Einmal erkunden, bitte. Und das ist der Kampf hier, ne? Und wir sind am Gewinnen. Aber wir schießen die nur gering. Wir schießen jetzt ordentlich runter hier. Die können doch nicht mehr abhauen. Diesmal kriegen wir die. Wir kriegen die kleinen. Leute, ja, jawohl. Oh, das ist so wichtig. Diesmal können sie nicht mehr abhauen. Weil diesmal haben wir die gestoppt, irgendwann, nachdem die im System angekommen sind. Und deshalb, wenn eine Flotte in einem System ankommt, dann hat es eine gewisse Zeitdauer, bis es das System wieder verlassen kann. Ne? Das heißt, wenn man sich also in großer Geschwindigkeit von einem System zum anderen bewegt, dann muss erstmal wieder Energietankensysteme neu rauffahren und in genau in dem Moment, wo die angekommen sind, noch nicht weggeflogen sind, sind mit unserer ganzen Macht rein und jetzt können wir die ausschalten. Die düsteren Realitäten des Krieges. Auch wenn wir noch so viel Unterstützung geben, scheint unsere Seite nicht zurück. Ach Quatsch. Demoralisierend. Ich mach mal auf Bitte aus dem Chat Spielgeschwindigkeit, damit wir ein bisschen was sehen können. Runter. See des Grauens. Noch ein Event. Einmal erforschen kommen. Sind bald alle hier. Sind die letzten Schiffchen hier. Wir vernichten eine ganze Flotte. Und das ohne die Enterprise sogar hier. Ein paar können noch flüchten. Da ist noch ein Schiff. Oh, das ist so gut. Ist nur noch da, ne? Nur noch das hier vorne. Zwei sind noch da. Das sind die letzten hier. Oh, wir müssen... Gefecht gewonnen! Ja! Unser erster Erfolg im Krieg. Sehr schön. Haben wir Verluste? Wir haben ein kleines Schiff verloren. Und wir haben zwei der kleinen Schiffe, die wir von den Bajoranern, von den Betasoiden bekommen haben, haben wir verloren.
Oh. Genau. Sonst nicht. Sonst ist alles okay. Sonst ist alles geblieben, wie es war. Da habe ich das doch richtig verstanden, ne? Oder haben wir noch mehr verloren? Die haben alle verloren. Welche Zahl ist welcher? Hey, hallo Max, liebe Grüße an dich. Begrüß mal die Strategie-Ecken, ganz freundlich. Wir haben gerade den Krieg gegen die Cardassianer, Föderation gegen Cardassia. Wir wurden überfallen. Jetzt setzen wir uns zu dir und haben eine dicke Raumschlacht gerade gewonnen hier. Danke, Max. Sie haben keine verloren, aber die haben doch kaum noch Punkte. Welche Zahl ist was? Rot heißt, man hat was verloren. Wieso haben die denn keine verloren? Wir haben die doch alle runtergeballert. Ich verstehe das nicht. Alle abgehauen. Die konnten doch noch abhauen. Und wir haben verloren zwei kleinere Schiffe. Das war frustrierend. Ich dachte, wir hätten alle um die Ecke gebracht hier. Wohin fliegen die denn? Wo sind sie? Könnt ihr die sehen, wo die hin sind? Hier ist die Enterprise. Enterprise ist angekommen. Bauen wir immer noch Schiffe hier vorne? Keine mehr. Nochmal zwei. Und wir sollten die Enterprise zusammenführen mit den neuen Schiffen. Und da kommt sie an. Wir haben neue Schiffe im Bau. Bitte einmal rüberfliegen Richtung zur Sternenbasis. Einmal hier hin. Die tauchen nach einiger Zeit auf der Heimatwelt wieder auf. Und die Fliehenden werden nicht auf der Karte angezeigt. Das ist aber doof. Weil das bedeutet, weil die werden ja wieder repariert, dass wir Schiffe verloren haben und die keine und dass wir nur abgelenkt worden sind. Wir schauen uns mal neue Forschung. Neues Gebäude freigeschalten. Ja, das bauen wir auch. Planetares Energienetz wollten wir machen für Boost auf den ein, zwei Planeten. Jetzt haben wir Bergbaustationen, die Energie fördern, geben mehr Energien oder geben mehr Forschung. Phaserkanone, Aufrüstung, das machen wir aber nicht während des Krieges. Lass es mal überlegen. Wir hatten doch auch Projekte irgendwo. Müssen die Projekte hier nicht stehen? Ach, wir müssen ein Forschungsschiff hier hinschicken. Wo ist das? Denobula ist. Hier vorne. Das sind die Trümmer. Das heißt, hier ein Forschungsschiff hinschicken und Trümmer erkunden, da wo gerade die Schlacht war. Das erforscht gerade hier. Das ist zu weit weg. Die anderen, hier vorne ist eins. Was macht das hier? Das könnten wir dann raufschicken. Und in der Schlange als nächstes hier das Projekt untersuchen. Alles klar. Ob das Dominion kommt? Keine Ahnung. Müssen wir schauen. Weiß ich nicht. Bin ich überfragt. Falls das Leute wissen, bitte spoilert uns damit nicht. Wir wollen überrascht werden. Achso, wir wollten uns überlegen mit der Enterprise. Wir haben die neuen Schiffe gebaut. Die sind hier vorne. Das ist eine Flotte, die 9 Punkte wegnimmt. Und die kann man mit der Enterprise zusammenführen. Genau. Die hat halbwegs Offiziere an Bord. Ein paar fehlen noch.
Enterprise mit der zusammen machen. Wir schauen mal in die Kriegsübersicht, wie es da steht. Unsere Kriegsmüdigkeit steigt langsam. Die haben Kriegsgewinne, weil zwei Systeme erobert und Eroberung gemacht. Dass wir eine Schlacht gewonnen haben, wird hier nicht aufgeführt, ne? Weltraumschlacht. Boah, das ist ja krass. Wir waren eigentlich bei der Weltraumschlacht nach meinem Eindruck erfolgreicher, aber wir haben Schiffe verloren. Und deshalb steigt unsere Kriegsmündigkeit durch die Schlacht sogar an, die wir gerade hatten, weil die stiften gegangen sind. Und weil wir so viele kleine Schiffe hatten, die schnell draufgehen in einem Kampf, wird das Ergebnis, und die dicke Pötter hatten, konnten die noch fliehen. Das ist krass. Das ist sehr demoralisierend, finde ich. Das heißt, die kleinen Schiffe, wir waren so froh, dass wir die kleinen Schiffe von den Betazoiden bekommen hatten. Und jetzt erweisen sich sogar in dem Krieg als Schwächung, weil die zwar uns einen Kampfvorteil geben, aber keinen strategischen Vorteil in der Diplomatie. Judge Space interpretiert das genau andersrum. Uns wäre das ein Bonus gewesen? Nee. Wir haben ein Schiff verloren. Ah, ihr meint, das bedeutet wir, das Grüne ist der Vorteil für uns und das bedeutet die, ach, dass beide Seiten Kriegsmüdigkeit bekommen haben. Und die Kriegsmüdigkeit, die die erhalten haben, ist eine größere als die Kriegsmüdigkeit, die wir bekommen haben. Ja, und wenn die plus 14 bekommen, ist das für die schlecht, aber für uns gut und deshalb wird Ehrenwert für uns grün gehighlightet. Alles klar, dann ist es natürlich sogar positiv. Hier steht's. Kriegsmüdigkeit bei denen durch die Raumkämpfe größer als bei uns. Das ist der allgemeine Verschleiß. Leute, wenn wir so weitermachen, haben wir eine Chance. Wir müssen gar nicht unbedingt einen Außenposten zurückerobern. Wenn wir die Schlachten gewinnen, reicht das. Denn das Ziel, es ist ja nicht so, dass am Ende eines Krieges die Seite, die eine Beute gemacht hat, die behalten kann, sondern am Schluss wird es richtig, wird geguckt, wer kann seine Ziele durchsetzen. Ja? Und wenn wir das in etwa ausgleichen, dann können die keine Beute machen. Dann können wir ruhige Außenposten verloren haben, die bekommen wir zurück. So verstehe ich das. Abgesehen davon, richtiger Hinweis von Jefferson im Chat, dass wir zwischendurch weniger Ressourcen haben. Das stimmt. Jetzt die Frage, was ist unser nächster Schritt?